Portugals Algarve-Küste zeigte sich meist von seiner Postkartenseite. Dumm nur, dass die VfB-Spieler davon nichts mitbekamen. Voll heftig hier, ey. Oh, das ist anstrengend, geht voll zur Sache. Das ist normale Hälfte. Werner Leutert, Fitnesstrainer, der Mann fürs Grobe beim VfB. Kondition bolzen, Koordination üben, Kraft tanken. Dreimal am Tag. Und alles im Auftrag ihres Herrn, des starken Mannes beim Bundesligisten Felix Magath. Von wegen Imagewandel, einer fühlt sich an alte, gemeinsame Frankfurter Zeiten erinnert. Er hat gesagt, er ist ruhiger geworden, aber muss ich ihm leider sagen. Also ich habe so das Gefühl, dass es eigentlich ähnlich ist. Aber in der Vorbereitung oder im Trainingslager, wie Sie sagen, da ist es eigentlich schon ganz normal, dass es anstrengend ist. Felix Magath, Trainer und Teammanager in Personalunion. Bei allen Übungseinheiten präsent und hochkonzentriert. Von wegen müde und matt, wie zu lesen war. Felix Magath weiß sehr wohl zu unterscheiden zwischen der Arbeit mit der Stoppuhr und der mit dem Handy. In den Pausen zwischen den Übungseinheiten führte er viele Gespräche mit Beratern, aber auch mit seinen Spielern. Denn der neue starke Mann beim VfB legt weiter großen Wert auf einen guten Draht zu seinen Profis. Jede Situation hat Chancen und Risiken, und zu den Risiken gehört natürlich, dass sich das Verhältnis zwischen Spielern und mir etwas verändern könnte. Aber ich denke, wir haben jetzt so lange gut zusammengearbeitet und die Spieler kennen mich, wissen, was sie von mir zu halten haben, und deswegen sollte das auch kein Problem darstellen. Allerdings könnte ausgerechnet das Verhältnis zu Krasimir Balakow problematisch werden. Der Bulgare weiß noch nicht, ob er im Sommer mit dem Fußball aufhören soll. Magath jedoch redet bereits immer wieder davon, dass Balakow nach dieser Saison jenseits des Rasens für den VfB tätig werden soll. Über diese ganze Thematik kann ich leider momentan nicht so viel sagen. Aber ich hoffe, dass wir finden eine gute Lösung. Wesentlich eindeutiger der Fall Zvonimir Soldo. Felix Magath hatte sich stark gemacht, dass der auslaufende Vertrag mit dem Kapitän um ein weiteres Jahr verlängert wird. Soldo wird ab der kommenden Saison Magaths Ansprechpartner Nummer 1 sein. Er hat auch in dieser Saison wieder mit hervorragenden Leistungen gezeigt, dass er fast unentbehrlich ist für diese Mannschaft und deswegen unbedingt gehalten werden muss. Und ich freue mich, so wie es den Anschein hat, dass sich beide Parteien einig sind und Zvoni noch hier weitermachen wird. Die Verpflichtung des 33-jährigen Horst Held von Sturm Graz ist eine kleine Überraschung. Magath baut vor allem auf die Routine des ehemaligen Nationalspielers. Ich bin nicht der Typ, der jetzt hinkommt und großartig was fordert, weil die Mannschaft recht erfolgreich gespielt hat in der Vorrunde und sehr, sehr gut spielt auch. Und ich glaube, das wäre vermessen zu sagen, ich komme jetzt daher und spiele jetzt auf der und der Position. Also da mache ich mir gar keine Gedanken, wirklich nicht. Da muss man ganz ruhig Piano bleiben und muss erstmal sehen, dass man das Niveau erreicht, das die Mannschaft hat. Helds Verpflichtung, ein geschickter Schachzug von Magath. Damit will er Jochen Seitz unter Druck setzen, der im Sommer zu Schalke 04 wechselt. Magath, der Seitz immer wieder geschützt hatte, ist verärgert, dass der Stürmer dem Lockruf des Geldes erlag. Der Trainer ist Profi, genauso wie wir Spieler auch. Und jeder muss probieren, das Beste oder das Bestmögliche rauszuholen. Und ich werde jetzt das nächste halbe Jahr noch Gas geben, um ihm auch keine Möglichkeit zu geben, böse auf mich zu sein. Trotz des harten Trainingslagers, die Stimmung in der Mannschaft ist prächtig. Eine gute Voraussetzung für eine erfolgreiche Rückrunde. Ich bin sicher, wenn wir von Verletzungspech oder so verschont bleiben, wenn alles normal läuft, dass wir auch gute Chance haben, unser Niveau zu halten und auch in der Rückrunde unseren Zuschauern im Daimler-Stadion Freude machen werden. Apropos Freude. Freudig verließ Thomas Schneider gestern Nachmittag das Trainingslager Richtung Heimat. Der Grund? Vaterfreuden. Schneider und seine Freundin erwarten ihr erstes Kind. Es wird ein Junge. Aber der VfB Stuttgart ist ja bekannt.
für seine gute Nachwuchsarbeit.